Okay, was ein Stop-Loss ist, das solltest du sicherlich wissen. Nur wie du den Stop-Loss richtig einsetzt, wann du den wohin setzen musst, das ist quasi ein Hexenwerk. Das ist eine Wissenschaft für sich. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch, muss ich sagen, sondern da kann man eigentlich auch, und das ist jetzt das, was ich jetzt quasi in den nächsten 5 Minuten dir beibringen möchte oder ein bisschen was davon zumindest erzählen will, das ist eigentlich alles Erfahrungssache, muss ich sagen. Das muss man einfach bloß selber trainieren, selber da seinen eigenen Stil finden, wie man damit umgehen kann. Ein paar Sachen, wie ich damit umgehe, siehst du in meinen Videos bereits. Und eine Sache davon möchte ich dir jetzt schon zeigen oder eine Sache möchte ich da schon erklären. Weitere Sachen folgen dann in weiteren 5-Minute-Lectures zum Thema Stop-Loss setzen, dass du da quasi eine schöne kleine Ausbildung auch genießt, sage ich mal. Und im ersten Video geht es vor allem darum, erstmal dir das richtige Mindset auf den Weg zu geben, wann ich wo irgendeinen Stop-Loss hinsetzen muss. Und ich nehme es schon mal vorneweg, dieses Mindset hier, can't get stopped out if you don't use a Stop-Loss, das ist schon mal nicht das Richtige, was ich dir beibringen möchte, sondern es ist ein bisschen komplexer als das, sage ich mal. Deswegen, okay, was ist das Ziel der Lecture? Wie setze ich den Stop-Loss richtig? Und da müssen wir uns noch folgendes Beispiel mal raussuchen. Zum Beispiel sagen wir, also jetzt Intraday zum Beispiel, haben wir jetzt hier eine kleine Widerstandszone gebildet und jetzt könnte folgendes Szenario sein. Ich merke, wir haben jetzt hier einen Widerstand. Wir brechen jetzt irgendwann jetzt hier aus dem Widerstand aus. Jetzt ist meine Frage, okay, was könnte ich jetzt damit anfangen? Na klar, wenn vielleicht ein Retest dieser Widerstandszone kommt, da könnte ich ja möglicherweise einen Long Trade probieren. Das heißt, ich warte einfach ab, oder jetzt in der Theorie erstmal, das ist jetzt auch total egal für das Video, warte ich ab, bis wir irgendwann in diese Widerstandszone oder damalige Widerstandszone reinlaufen, die jetzt als möglicher Support gelten könnte. Und jetzt folgendes, könnte ich ja eine Long-Position aufbauen, vielleicht jetzt hier im Bereich um 13.158 Punkte. Ne? Das ist jetzt bloß beispielhaft, das kann man jetzt hier rechts in der Skalierung einfach mal sehen. 13.158 Punkte, warum nicht? Jetzt bin ich hier Long drinne. Jetzt ist die Frage, okay, wo tue ich das Take-Profit reinsetzen? Darum soll es heute nicht gehen, das ist erstmal egal. Aber viel wichtiger ist erstmal, bevor ich darüber nachdenke, wie viel Gewinne kann ich machen, sollte ich vielleicht auch erstmal darüber nachdenken, wie viel Verluste möchte ich nur machen? Wie viel Verluste kann ich mir leisten, ohne dass ich mein Depot an die Wand fahre oder sonstiges? Und da gibt es mehrere Ansätze. Ein Ansatz sagt zum Beispiel, okay, ich kann ja den Stop-Loss bei jedem einzigen Trade zum Beispiel immer 20 Punkte wegsetzen. Oder ich könnte den Stop-Loss bei jedem einzigen Trade 50 Punkte wegsetzen, zum Beispiel im DAX. Oder halt, wenn man jetzt mal nicht im Minutenchart oder so wie ich gerade eben bin, zum Beispiel ist und man tut vielleicht einen Aktien-Swing-Trade machen oder einen DAX-Swing-Trade oder sonstiges, dass man vielleicht sagt, okay, ich tue nicht eine gewisse Anzahl an Punkten zum Platz geben, sondern vielleicht ich tue der Aktie, vielleicht eine Allianz-Aktie oder sonstiges, ich tue vielleicht 2% Luft lassen der Aktie oder sonstiges. Das kann man auch machen, dass man da quasi sich feste Werte raussucht einfach und bei jedem einzelnen Trade genau diesen Stiefel durchzieht. Ob das so sinnvoll ist? Naja, ich sage mal aus der Erfahrung her, man kann es ein bisschen optimieren und das ist jetzt folgendes. Wie kann man es optimieren? Und da müssen wir uns mal vorstellen, dass wir jetzt zum Beispiel den Abverkauf sehen würden und wir gehen jetzt nicht long rein, sondern wir bleiben einfach weiter erstmal flat und sehen folgendes, dass zum Beispiel der Markt jetzt hier unter diese Tiefs wieder läuft, unter diese Supportzone. Und das ist natürlich klar, wenn wir unter eine Supportzone drunter laufen, das ist ja eigentlich ein Short-Signal, weil die Supportzone hat nicht mehr gehalten. Das heißt, es kann weiter runter bis zur vielleicht nächsten Supportzone gehen oder sowas. Das könnte ich alles mitnehmen. Das heißt, sobald wir unter diese blaue Zone laufen, könnte der Markt ja als ein Short-Signal bekommen und einfach bis hier runterlaufen. Heißt aber auch jetzt für mich, wenn ich weiß, dass hier unten ein Short-Signal liegt und ich wäre jetzt wieder fiktiv hier oben long drinne, warum sollte ich dann dort die Long-Position halten, wenn dort unten ein Short-Signal liegt? Das wird keinen Sinn machen, ne? Das ist, denke ich, relativ leicht zu verstehen. Das heißt, würde es nicht vielleicht sogar in manchen Situationen Sinn machen, und das ist jetzt das, so wie ich vorgehe, dass ich nicht sage, ich habe immer einen festen Stop-Loss, sondern ich mache es eher so, ich tue einen Stop-Loss und das ist jetzt quasi der große Tipp erstmal, oder das Mindset, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ich den Stop-Loss quasi immer genau da hinsetze, oder ich sage mal, jetzt gibt noch ein paar Feinheiten dazu, aber dazu später mehr, dass ich den Stop-Loss erstmal da hinsetze, ab wann diese Idee, ab wann dieses Setup oder ab wann mein Signal keinen Sinn mehr ergibt oder ab wann halt das Signal ungültig ist. Und das wäre natürlich zum Beispiel, wenn ich sage, Idee, muss ich mir jetzt fest auf den Zettel schreiben, meine Idee ist, dass die Supportzone hier halten könnte. Wenn wir drunter laufen, dann ist ja diese Idee, dass die Supportzone hält, ja gar nicht mehr da, weil dann ist die Supportzone ja gebrochen. Das heißt, das ist ein Short-Signal. Das heißt, ich könnte vielleicht sogar sagen, anstatt dass ich einen Stop-Loss von hier oben 20 Punkte oder so wegmache, könnte ich vielleicht auch einen Stop-Loss plus von, weiß ich, 7, 8, 9 oder 10 Punkten haben. Das heißt, ich könnte ja meinen CRV, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil da auch das Take-Profit mit wichtig ist, aber da könnte ich ja quasi das CRV ja deutlich verbessern, indem ich sage, okay, ich tue nicht den Stop-Loss immer fest wegmachen, sondern ich würde den Stop-Loss dahin setzen, ab wann diese Idee keinen Sinn mehr ergibt. Und das kann man natürlich in jeder Zeiteinheit, auf jeder technischen Hilfsmittel zum Beispiel auch nutzen. Angenommen jetzt, meine Idee ist nicht, dass wir so eine Trendlinie haben, so eine Zone, sondern vielleicht, dass wir diese Trendlinie haben. Vielleicht, und ich will hier oben long gehen, da sage ich, okay, mein Stop-Loss kommt dahin, ab wann diese Trendlinie gebrochen ist. Das heißt vielleicht auch, vielleicht in diesem Bereich dann trennen.